So, willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir machen ganz regulär weiter. Ich habe ja im letzten Part einen kleinen Anruf bekommen und da musste ich ja einen schnellen Cut machen, aber es hat eh gepasst eigentlich. Die Uhr hatte eh 27 bis 28 Minuten angezeigt. Wir sind jetzt hier in Fort Mallorson. Ich dir mal zeigen, wir haben keine Karte. Wir müssen unsere Carnate Island Karte nehmen. Hier in dem alten verlassenen Kriegsgefangenen, ja, das ist eigentlich kein Gefängnis in dem Sinne. Das haben sie ja hier nach dem Krieg gebaut für die Gefangenen oder während des Kriegs haben sie damit angefangen zu bauen und das schon in Betrieb zu nehmen für die deutschen und japanischen Kriegsgefangenen hier auf der Insel. Aber das hier war schon am Anfang da. Das ist diese US Army Base. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viel sehen. Zumindest das kleine Munitionslager. Aber wir sehen mal Fort Mallorson verschlossen. Hier sind wir jetzt im geheimen Bunker angekommen. Wir müssen jetzt zum Leuchtturm. Sind von da unten hoch und wir haben hier einen Tagebucheintrag gefunden, wo eben auch nochmal drin stand vom Oberst, der eben drei seiner eigenen Leute hat hinrichten lassen, Wagner, Dietrich und Johansen, die amerikanische Soldaten sind und hier gearbeitet haben, aber deutsche Vorfahren haben und laut des Obersts, der eben den Befehl eines Erschießungskommandos hat, ziemlich davon ausging, ohne Beweise zu haben, dass diese drei Deut oder dass diese drei Army-Mitarbeiter mit deutschen Vorfahren Grund dafür sind, dass das Flugzeug hier auf der Insel abgestürzt ist, weil das wohl Spione waren und die quasi das Gefängnis hier. Oh, sieht aber fragwürdig aus. Tja, na gut, das lassen wir mal so. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall hat dieser Oberst Dreck am Stecken und hat eben einfach seine Leute hingerichtet, ohne Beweise zu haben. Aber sehr, sehr alte Tunnel, hier war wohl sonst auch keiner mehr. Eine gestützte Leiter. Ah ja, das ist hier dicht an dicht, ziemlich dran. Also das ist wohl ein Zugang zum Gefängnis, zur Strafanstalt Ebert, den sie dann da, was sie hier dann gebaut haben. Also erst kam, wenn man der Geschichte folgt, diese US Army Base. Und das war dann das Kriegsgefangenenlager, was dann eben später in der jetzigen Zeit zur Strafanstalt Ebert wurde. Wurde aber während des Zweiten Weltkriegs gebaut und dann schon ein kleiner Teil als Gefängnis für japanische und deutsche Kriegsgefangene benutzt. Genau, und hier war wohl die Verbindung dahin. Hier haben wir etwas. Geht's auch weiter? Wir schauen mal Kommando. Wir sicher. Oh. Hi. Bring mal Licht ins Dunkle. Wieder ein Blick auf die Vergangenheit. Der Granate. Revolver. Das ist der Oberst und sein Leichnam ist immer noch hier. Ziemlich gut erhalten dafür, dass das schon über, ja, im Spiel wahrscheinlich eher so um die 50 bis 60 Jahre her ist. Batterien. Hier wieder japanische, anti-japanische Kriegspropaganda. Ja, man sieht schon, das war hier im Kommandozentrum, die verschiedensten Orte, Uhrzeiten. Orte, Karte von Europa, vom Atlantik und nochmal eine Weltkarte, ein altes, sehr, sehr altes Funkgerät. Ja, der Kommandokontrollplan und ein Telefon.
Ist Malcolm da? Kann er zum Spielen rauskommen? Was? Oh, das ist furchtbar. Wir sind so traurig, das zu hören. Kann er trotzdem spielen? Hm. Ja, die Mädchen kommen uns auch immer näher. Immer wieder zur Dynamitstange, die ja auch voll ist, aber können wir da noch was mitnehmen? Ja, der verdammte Oberst, der hat sich dann selber das Leben genommen. Der sollte wohl am Kriegsgericht, da haben wir ja auch ganz am Anfang des Spiels im Keller von der Strafanstalt Everett haben wir ja dieses offizielle Dokument hier gefunden, wo eben vom Ministerium der Army Fort McCade, Maryland, 7. August 1944, befehlshabender Offizier Maryland an Oberst, also an den Oberst sollte das sein, der sich hier das Leben genommen hat, betrifft Kriegsgerichtsverfahren. Am 22. August 1944 müssen sie wegen dem gegen sie erhobenen Vorwürfe wegen ungesetzlicher Hinrichtung und anderem Fehlverhalten in Fort Madison in diesem Jahr zum Kriegsgerichtsverfahren in Fort McCade. Ja, das war das. Und da hatte er wohl keinen Bock drauf und hat sich lieber das Leben genommen. Ja, tolles Ende. Tut erst unrechtmäßig seine eigenen Leute hinrichten, weil er dachte, dass sie Spione sind, weil sie deutsche Vorfahren haben. Und ja, sich dann selber das Leben genommen, weil er nicht zum Kriegsgericht wollte. Ich geh nicht zurück! Oh. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir hier haben. Bunkeranlage. Sehr viel Munition hier. Für das Maschinengewehr. Dann wollen wir das doch mal gleich hernehmen. Batterien. Gesundheit. Sehr schön. Oh. Granaten, aber hier können wir leider nichts aufmachen. Und hier ist dieser Typ, der immer vor uns wegrennt. Scheinbar hat er wohl Schiss vor uns. Das scheint mir auch nicht ganz Coach also, zu sein hier. Schieben wir mal ein bisschen auf die Seite. Ein klein wenig zumindest. Dass wir hier noch Schaden fressen. Ja, wie man schon sieht hier, gelagerte Munition, Sprengköpfe, Fort Madison, das war eben dieses kleine Lager hier, wo sie damals hier, hier geht es sogar ein Stück weiter, da war jetzt leider nicht entlang für uns. Ich habe schon mal versucht, ob man hier irgendwie auf die Brüstung springen kann und dann durch einen kleinen Fehler hier doch irgendwie vorbeikommt, aber eine Chance, das soll eben alles hier sozusagen ein interner Bunker sein auf dieser Insel. Auf der Karte sind wir jetzt mitten im kleinen Lager in Fort Madison und das musste wohl hier das eigentliche, der eigentliche Teil der, ja, ich sag jetzt mal US Army Base oder US Army Base sein. Aber da werden wir tatsächlich nicht mehr viel davon sehen. Hier würde es dann wahrscheinlich reingehen. Ja, genau. Aber das Tor bleibt tatsächlich zu. Vielleicht hatten die da Beta vor, dass man hier weiter kann. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen, wenn man hier ein bisschen noch mehr von diesem alten Kriegsgefangenenlager hätte mitnehmen können. Von der Geschichte. Aber leider sollte das wohl relativ schnell enden. Hier klingt, als wenn irgendwas atmen würde. Vielleicht sind die Monster auch schon da. Wir speichern hier auf jeden Fall mal und hören auf zu labern und machen jetzt mal das Ding hier kaputt. Oh, hey.
Und noch mehr, hier geht's ja richtig ab. Oh, hi. Noch einer. Noch einer, das gibt's ja nicht. Sind wir jetzt endlich fertig, ja? Himmel, Arsch und Zwirn. Das ist ganz schön ab. So, Gegner erledigt, Weg frei. Geht's da weiterhin nicht entlang. Sehr viel Maschinengewehr, was wir hier nicht brauchen, noch nicht zumindest. So. Hier waren, glaube ich, auch keine Ressourcen mehr, die ich brauche. Ich überlege gerade, Pistole, Schrotflinte hatten wir eh nichts. Ja, machen wir hier mal zu. Brauchen wir nicht mehr zurück. Ja, das war schon von der ganzen Legende des Erschießungskommandos, des abgestürzten Flugzeugs, des Oberst, der sich dann hingerichtet hat, weil er eben nicht zu der unsachgemäßen Kriegsgerichtsverfahren oder dem unsachgemäßen Erschießen, das er quasi eingeführt hatte gegen die drei Unschuldigen, höchstwahrscheinlich unschuldigen Mitarbeiter von ihm, die unter seinem Befehl standen, und er eben verantwortlich gemacht wurde und zu diesem Kriegsgerichtsverfahren sollte, sich da eben dann das Leben nahm. Da wollte er mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Die ganze Legende endet jetzt hier, wenn wir hier rausgehen. Ach du Scheiße! Hilfe! Hilfe! Ach, verdammte Scheiße! Ja, hier geht's noch wieder rein. Ja, jetzt hat sich der Typ wohl eingesperrt. Hey du! Hol mich hier raus! Dieser Bastard hat versucht, dich zu töten. Er war verwirrt! Scheiße! Ich denke, da kommt etwas! Du musst ihm helfen. Hier drin wird er sterben. Ja. Ich dachte, du wärst ein Wärter. Ja, ist schon gut, Kollege. Wenn wir Angst haben... Du musst diese Wand sprengen, ohne mich umzubringen. Wenn wir Angst haben, machen wir alle verrückte Sachen. Ich dachte, du wärst ein Wärter. Scheint ist der Weg jetzt wohl frei. Wir speichern mal kurz. Puh, das wäre jetzt auch tödlich geendet, aber er lebt immer noch. Wir speichern mal. Hi. Danke, Mann. Ich wäre hier auch alleine rausgekommen, aber mit dir ging's schneller. Sorry, dass ich dich fast hochgejagt habe, aber ich dachte, du wärst ein Wärter. Ich war verdammt nochmal zu lange in Abbott. Ich gehe nicht zurück, klar? Los, wir müssen zum Leuchtturm gehen. So, ein weiterer Typ. Die Uhr tickt. Dem wir helfen können. Hier war er eingesperrt. Ja, die Gesundheit nehme ich gerne mit. Hier geht's lang. Leuchtbomben. So, soweit das Auge reicht. Und jetzt, Brandhüte. Ja, der wäre hier nicht mehr rausgekommen. Los jetzt. Obwohl, er hat ja Dynamit auch dabei. Nicht so lahmarschig. So, wir folgen ihm mal. Oh, hier haben wir wieder... Hier hoch! Los jetzt! Jemand, der sich unendlich abseilt. Na gut, soll er gerne machen. Hier geht's lang. Ja, wir gucken mal auf der Karte. Wir gehen jetzt von Fort Mellison auch weg und Richtung Leuchtturm. Anscheinend kennt er wohl den Weg. Komm jetzt, Trantüte! Ich weiß zufällig auch seinen Namen. Er heißt Jimmy. Die Namen werden ja hier nicht wirklich genannt. Hier hoch!
Los jetzt! Aber jetzt sollen wir ihn mal nicht warten lassen. Kontrollpunkt. Ja, wo rennst du denn hin? Hallo? Wo rennst du denn hin? Es ist hart genug, ein Farbiger in diesem Land zu sein. Man will etwas aus sich machen, etwas Kohle verdienen und schon bist du reif für den Knast. Sieh mich an! Die Cops haben mein ganzes Leben versaut. So. Hier hoch! Los jetzt! Kommt da noch einer raus? Das kann sich ja wieder hoch sein können. Bist du lahmarschig? Meine Güte. Und ja, jetzt, Rabüte. Ich komme ja schon. Du bist ja wieder zurückgelaufen. Hier geht's lang. Hör zu, der Leuchtturm hat einen Keller, der ist wie ein Bunker. Wir können uns da verstecken und warten, bis die Drogen nachlassen und den Wärtern die Munition ausgegangen ist. Hör zu, ist verdammt eng hier in den Höhlen, aber ich kenne alle Abkürzungen. Ist das so, ja. So, ich bleib jetzt mal hier ein bisschen auf der Leiter hängen. Weil danke, dass du mir geholfen hast, aber ich hätte es auch selbst geschafft. Also tu jetzt nicht so, als ob du mein Leben gerettet hättest. Diese Scheiße überlebe ich. Ich brauche niemanden. Hier haben wir nämlich wieder einen Häftling, der eine besondere Theorie hat, wo diese ganzen Kreaturen herkommen und warum diese ganze Scheiße überhaupt passiert ist. Den versuche ich mal, seine Geschichte auch auserzählen zu lassen. Es wird aber gleich weitergehen, versprochen. Weil der hat gerade Drogen erwähnt und da ist mir das auch wieder eingefallen. Na komm, jetzt fang schon an zu labern. Das sind Halluzinationen. Das ist es. Die Wärter haben Drogen ins Essen gemischt. Jetzt sind wir alle stoned. Scheiße. Und sie bringen uns zum Spaß um. Scheiß Bullen. Auch eine sehr interessante Theorie, weil der Dallas, den wir ja am Anfang des Spiels kennengelernt haben, auch ein schwarzer Häftling, ist eigentlich wurscht, ob er schwarz ist oder nicht, aber es ist eben auch ein Erkennungsmerkmal, wenn die ja alle dasselbe anhaben. Auf jeden Fall hat er gemeint, dass es eher die Regierung wäre, die hier die Kreaturen quasi wie so eine Art Frankenstein-Monster im Zweiten Weltkrieg erschaffen haben. Haben wir auch in der Nervenheilanstalt gesehen, dass daran auch was dran war. Und hier eben, der Jimmy hat eben die Theorie, dass es die Wärter waren oder die Polizei, die Bullen, die eben... Den Leuten in diesem Land geht es am Arsch vorbei, was mit uns hier drin passiert. Wir könnten tot sein. Ach was, sie wünschen, wir wären es. Jetzt knallen uns die verdammten Wärter ab und keinen interessiert's. Okay. Nicht so lahmarschig. Ja, ich komme ja schon. Spreche noch mal kurz. Ja, auf jeden Fall. Hier geht's lang. Er meint, die Drogen sind schuld daran, die dem Häftling verabreicht wurden. Und das sind nur Halluzinationen. Komm jetzt, Ranhüte. Ich glaube, hier unten dürften Monster kommen. Hier geht's lang. Oder auch nicht. Ah ja. Nicht so lahmarschig. So, ihr müsst aufpassen. Die können hier nämlich... Hier hoch! Los jetzt! Oh, fuck! Was ist denn jetzt passiert? Scheiße, Mann! Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich denn jetzt? Bin wohl irgendwie durch die Erde gefallen. Das ist ja blöd. Laden wir mal lieber gleich das Spiel. Puh, zum Glück habe ich erst gespeichert. Die Uhr tickt. Die Aufnahme läuft noch. Ne? Das hatte ich auch nicht. Ich muss jetzt wohl irgendwie durch den Boden gefallen sein. Komm jetzt, Randhüte. Das hat mich jetzt kurz schockiert. Weil ich jetzt die Splittergranaten nicht so lahmarschig. Nehme ich die auch gleich mit. So, schauen wir mal hier. Hier hoch. Los jetzt. Die Uhr tickt. Aufpassen, weil der hat nämlich Dynamit dabei. Der wirft das gerne mal, auch wenn ich hier in der Nähe bin. Hier geht's lang. Nicht so lahmarschig. Die Uhr tickt.
Was ist das, Hurensohn? Hier hoch! Los jetzt! Jetzt mit Korb verwandeln. Was war das? Du bist voll ausgerastet. Alles klar bei dir? Ja, er hat es jetzt auch gemerkt, dass da was nicht stimmt. Hier geht's lang. Nicht so lahmarschig. Das habe ich ja am Anfang des Spiels erwähnt. Das habe ich ja von Dallas vermisst. Quasi die Bemerkung, wenn wir uns in die Kreatur verwandeln und eben viele andere Kreaturen zermetzeln in unserer Gestalt, in unserer Kreaturgestalt und uns wieder zurückverwandeln, dass eben den Wärtern oder Häftlingen, die wir dabei haben, dass denen auffällt, dass mit uns was nicht stimmt. Da wir ja jetzt lange von der Nervenheilanstalt wieder draußen sind, kann ich ja sagen, nochmal, das passiert nur in Torks Kopf, dass er sich verwandelt. Wir sehen das zwar, wir steuern die Kreatur, aber natürlich, es ist ein Spiel, das passiert nur in Torks Kopf, also er verändert nie seine menschliche Form oder Gestalt. Tatsächlich reiß ich mit meinen Händen quasi die Monster in Stücke mit bloßen Händen und die Häftlinge oder Wärter, die wir dabei haben, wundern sich dann, warum man so ausrastet. Das ist tatsächlich das Adrenalin, was den Torx so in diese unfassbar schlimme Kreaturenform bringt, aber nur in seinem Kopf tatsächlich. Und je nachdem, wie man spielt, es wird ja auch im zweiten Spiel eine große Rolle spielen, eben im zweiten, im Sequel, sagt man ja so gern, im zweiten Spiel, dass er eben versuchen muss, diese innere Wut, die er hat, zu kontrollieren. Und wenn er eben gutes Karma hat, dann weiß er genau, was er macht und er nutzt quasi die Kreatur, um selber quasi nur das Gute daraus zu holen und keine guten Leute zu schaden, sondern eben nur die Bösen damit zu bestrafen, mit dieser inneren Wut, die er hat. Oder eben, dass diese Wut ihn, wenn man auf Böse spielt, ihn irgendwann selber verschlingen wird. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und jo. Komm jetzt, Krantüte! Ja, ich komme ja gleich. Ich muss eh gleich wieder den Park beenden. Beziehungsweise halt, da gehe ich jetzt auch noch nicht hoch. Eine Art Höhle. Hier hoch! Los jetzt! Wo es noch weiter geht, das nehme ich auch mal mit hier. Die Uhr tickt! Hi. Die Uhr. Ja, der ist kopflos. Hier hoch. Hier ist nämlich auch noch eine kleine Höhle. Hier möchte ich noch kurz rein. Hier die Uhr tickt. Nämlich dann eine kleine Sackgasse. So. Oh. Nicht so lahmarschig. Die Begrabene. Die Uhr tickt. Hier hoch! Los jetzt! Die Uhr tickt! Hier geht's lang! Nicht so lahmarschig! Hier, los jetzt! Und jetzt, Krantüte! Hier, los jetzt! Ja, 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 ja. Okay. Und wir wechseln wieder schnell zu Dynamit. Ja, zu Dynamit, dankeschön. Nehmen hier, zack. Die Uhr tickt.
Nicht so nah, Marsch! Komm jetzt, Mannhüte! Hier hoch! Los jetzt! So, gegenseitig killen, dankeschön. Hier hoch! Los jetzt! Komm jetzt, Kranhüte! Noch einer! Alter, wie viel kommen da? Nicht so lahmarschig! Ja, wo ist denn noch einer? Da oben. Hier geht's lang. Meine Güte. Wo bist du denn, Kollege? Ja, wir sprengen mal diesen Scheißhaufen hier weg. So, kommt nämlich auch nach oben. So, zack. Schauen wir mal, wo hier der Weg hinführt. Hi. Hier hoch, los jetzt! Hat er diesen Typen erledigt? Ein schlechter geht mir noch ab. Hat er den jetzt verfolgt oder? Komm jetzt, Kranhüte. Ah ja, da hinten, ich sehe schon. Ja, wir müssen noch mal kurz zurück und Munition sammeln. Ich hoffe, die 2 Minuten reichen da aus. 5 Splittergranaten, sehr schön. Oh, mit Gesundheit muss ich jetzt auch aufpassen. Komm jetzt, Kranhüte! Meine letzte Gesundheitskapsel. Vielleicht warte ich da noch ein bisschen, bis ich noch ein bisschen mehr Schaden gefressen habe, bevor ich die eben mitnehme. Oh. Auch nochmal so ein Ding. War ja nicht noch Dynamit irgendwo? Ah ja, sehr schön. So, jetzt haben wir genau ein Magazin noch. So, einmal, zweimal und dreimal. Jetzt haben wir nämlich das Maschinengewehr wieder voll. Können wir was anderem weitermachen. Gesundheit war hier ja keine mehr. Gut, Leute, ich begebe mich jetzt schon mal zurück zum Jimmy. Will aber schon mal den Part beenden langsam. Wir haben 29 Minuten. Wir machen einfach da dann weiter. Und ich nehme noch ein bisschen auf, tatsächlich. Schauen wir mal, wie weit. Die Uhr tickt. Sind wir jetzt wieder draußen. Gut, Leute, dann sage ich aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Einen nehme ich noch auf für heute. Und ja, beende jetzt hier mal den Part. Vielen Dank und bis zum nächsten. Ciao, ciao.